Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy VIII. Wir sind hier im Galbadia-Gefängnis, genau, Bezirksgefängnis, nachdem wir ja in der vorletzten Folge auf die Hexe ein Attentat verübt hatten. Daraufhin wurden wir gefangen genommen. Mittlerweile befinden sich noch Selfie und Quistis und Xell in Gefangenschaft. Naja, Xell jetzt eher weniger, weil er geflohen ist. Der versucht gerade, die Waffen zu finden und sind mit diesem kleinen süßen Ding hier unterwegs. Und bevor ich hier irgendwas mache, möchte ich mich nochmal an diesem scheiß Seed-Test versuchen. Da bin ich nämlich letztes Mal kläglich gescheitert und ich will es jetzt einfach nochmal wissen. So, Level 4. Wir versuchen es jetzt nochmal. Ich würde sagen, nein. Das könnte theoretisch auch jemand anders benutzen. Hier sagt man mal ja. Hier sagt man auch ja. Ja. Hier würde ich sagen nein. Das ist auch nein. Sage ich jetzt mal ja. Ja. Hier würde ich sagen nein. Das ist auch nein. Ja. Meine Güte. Ich habe jetzt zwar immer noch keine Ahnung, wo ich letztes Mal was falsch gemacht habe, aber... Ich habe mir das in Ruhe nochmal angeguckt und habe mir so Gedanken gemacht. Da konnte ich ein bisschen besser nachdenken. Und, oh, so, bin ich erstmal selig. Ist da eigentlich schon Part schon hier gerettet gefühlt. So, den Zell heilen wir nochmal. Und hier habe ich, glaube ich, schon getestet beim letzten Mal. Hier konnte man nicht lange, also kann man nämlich gleich hier... Ach nee, jetzt so eine unsichtbare Barriere. Ich werde auf jeden Fall vor dem einen Gegner diesen Gym irgendwas Buchstabe... Zahl, werde ich fliehen, weil das dauert mir zu lange. Bei den blauen Shinra-Soldaten natürlich nicht. Gebadia-Gefängnis-Soldaten, die werde ich machen. Das andere Teil glaube ich nicht. Ah, Thrust Davis, das kriegt man hin. Ich gucke noch mal kurz, was man von ihm ziehen kann. Och, für Eis. Ich wollte euch noch etwas erzählen zu, wieder mal Final Fantasy 16. Ich habe letztes Mal zwar gesagt, dass ich damit durch bin, aber... gab es noch so ein paar Entwicklungen. Ich hatte mich eigentlich damit arrangiert, dass ich das jetzt beende und dann gar nichts mehr so für die Trophy machen werde, weil ich mit diesen Prüfungen nicht vorangekommen bin. Aber ich habe da jetzt ein bisschen gecheatet, indem ich diese Ringe ausgerüstet habe und damit habe ich sie tatsächlich alle geschafft. Ich habe alle Kampftrophäen mittlerweile und muss nur noch jetzt den zweiten Playthrough machen und alle Fähigkeiten freischalten. Das mache ich jetzt aber so nach und nach. Und habe jetzt doch erstmal God of War installiert und werde das erstmal spielen. Ich habe mir gestern zu Monochrome Mobius nochmal ein paar Videos angeguckt und habe gedacht, ach Mensch, vielleicht warte ich mit dem Spiel einfach und mache erstmal God of War. Mal gucken, wie lange ich standhaft bleibe. Ansonsten hatte ich, nachdem ich das Spiel beendet hatte, ja, war ich ja nach wie vor so begeistert von der Synchro, vor allem von Vincent Fellow. Und hab dann einfach, glaube ich, vorgestern oder vor drei Tagen, ist auch egal, so fünfte Etage, habe ich dem einfach mal eine E-Mail geschrieben. Ich bin auf seine Website gegangen und habe dem geschrieben, dass ich diese Synchro von ihm so wahnsinnig toll fand. Oh, den kennen wir noch nicht. Guck erst mal, wie der heißt. Wer da? Das ist ein anderer. Ich wollte doch nicht angreifen, ich wollte doch gucken, was wir von den drawn können. So. Medica Vita brauchen wir nicht. Ich mach mal Quetzalcoatl. Ja, wenn ich von irgendwas total begeistert bin, habe ich manchmal so das Bedürfnis, den Menschen das mitzuteilen. Und da ich mir gedacht habe, das kommt bestimmt bei dem auch wirklich an, habe ich dem einfach mal eine E-Mail geschrieben. Habe jetzt nicht erwartet, dass der irgendwie zurückschreibt und habe gesagt, dass mir das total gut gefallen hat. Ich normalerweise eher so auf englische Synchros stehe in Videospielen und mich aber die total gefesselt hat und ich seine Synchro besonders gut fand, weil die so realistisch für mich war und so organisch. Und da habe ich sogar eine Antwort drauf bekommen, habe ich mich total gefreut. Habe ich gar nicht... nicht unbedingt damit gerechnet, aber das war schon cool und habe ich mir in den letzten Jahren so angewöhnt, halt immer einfach mal so Feedback zu geben. Jetzt nicht im Sinne von, das hast du gut gemacht oder das ist super, weil manchmal denke ich mir so, ich will das jetzt gar nicht so bewerten. Es einfach, mir hat das total gut gefallen, es hat mir total viel gegeben. Ich überlege jetzt so ein bisschen, ob das jetzt gerade Sinn macht, runterzulaufen, weil das ist jetzt irgendwie auch zu hier. Ich gucke jetzt mal auf die nächste Etage, wenn die auch zu ist. Dann würde ich tatsächlich erstmal hochrennen. Also die gehen definitiv noch auf die Türen. Auch zu.
Ich hole erstmal die Waffen und ich glaube, die sind oben, oder? Ja, doch, die sind oben. Ich laufe mal wieder zu dem Punkt, wo wir gestartet sind und hole euch dort wieder rein. Bis gleich. So, wir sind hier wieder hier und gehen nach oben. Es ist nichts weiter passiert. Ich bin eine Kämpfe bestritten. So, kann ich jetzt hier direkt rüber? Okay. Geht das auf? Ne, das ist auch zu. Ne? Das Rot ist das Zeichen für zu. Okay, gut. Ja, ich, wie gesagt, bin mir recht sicher, dass sich das erst später lohnt, nach unten zu gehen. Ah. Hallo. Ach, da sind unsere Waffen. Ich hab die jetzt erst gesehen, weil ich ein bisschen über mein Mikro gucken musste. Sieh mal, das sind Seeds-Waffen. Ein Gunblade? Da sind auch andere, eine Peitsche, ein Nunchaku. Hallo? Das sind unsere. Du, ein Ausbruch. Die gehören uns. Bam. Klausch mir zurück, Alter. So. Zell, mach sie fertig. Mit Ifrit. Ifrit wird das Schiff schon schaukeln. Heute ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr regnerisch. Gestern war es nur Vormittag schlecht. Also war das Wetter nur schlecht. Es ist schlecht. Boah, ich klemme hier gerade mit meinem Kopfhörer. Ah, oh, das hab ich schon. Dummerweise falsch drauf gedrückt. Aber den Rest des Tages war es dann sehr sonnig und heute war es tatsächlich den ganzen Tag regnerisch. Aber es hat richtig schön abgekühlt und im Zimmer ist es sehr angenehm warm, angenehm frisch. Ist auch sehr gut. So, Xel, dann schnapp dir mal die Waffen. Oh, Diabolos hat Rauben gelernt, geil! Genau, richtig an dem. Hau nochmal richtig drauf, du oranger Engel. Na, ihr seid mir ein Dreamteam. Ah, sehr schön. Sorry für die Verspätung. Unsere Waffen, Xel? Jo, wie versprochen. Super! Wow. Yeah, jetzt schlagen wir zurück. Okay. Oh, richtig inszeniert. Okay! Okay, naja. Ja, und du auch noch. Ja, brrr. Nee, brrr. Geil. So, jetzt müssen wir erstmal hier. Genau. Oh. Ja. Ja, und jetzt gucken wir erstmal, wie wir die Zauber verteilen. Man musste ja. Genau. Selfie kriegt jetzt. Genoa. Alles. Selfie kriegt Renoa. Und der Irvine. Die Quest ist kriegt vom Irvine. So, das ist schon mal gut. Axel hatte Ifrit. Brothers? Auch nicht. Ach, du kriegst mal nach Karbunkel. So, Stärke. Sauber, GF, Draw. AP und Stärke. Du kriegst Quetzalcoatl und Diabol. Ach, egal. Du hast aber keine Stärke, das ist scheiße. Diva hat Stärke? Nee. Diva? Diva hat Stärke. Mal anders Stärke. Als Ifrit austun würde. Ah, das hat Stärke, ne? Mich richtig erinnere. Ja, lass mal so. Guck ich mal. Nee, aber lernen die nicht gerade Stärkekopplung? Oh, das HP-Kopplung? Ah. Ja, genau. Also lassen wir mal Brothers bei Quistis. Das ist schon okay. Und du kriegst jetzt mal erstmal optimal HP. Und die Selfie kriegt jetzt den Rest. Shiva-Sirenen macht aber auch keinen Sinn. Ich hatte, glaube ich, Shiva, die. Ist egal. Ich lasse das erstmal so. Ich mache das später mal in Ruhe. So, so, so. Du kriegst. Oh, du hast viel. Die Wünschelrute wäre eigentlich auch gut. Ach, ich mache jetzt einfach mal das hier.
Ich guck mir das vom nächsten Part nochmal in Ruhe an. Da will ich jetzt nicht so viel Zeit verschwenden dafür, so alle hier durchgeheilt. Gut. So. Hier sind also die Großmäuler, hm? Ja, hier. Und sind. Quatsch. Der Patschertyp hätte ich es fast vorgelesen. Zeigen Sie es diesen Knallköpfen. Ist es okay, dass wir aus Spaß Gefangene foltern? Halt die Klappe. Hier sind Sie, Mr. Biggs, Mr. Wedge. Biggs? Wedge? Euch kennen wir doch vom Dulett-Sendeturm. Oh Gott, wie habe ich euch gesprochen? Aha! Dass wir uns hier wiedersehen. Der Kampf in Dulett wird jetzt und hier entschieden. Nun, gegen Gefangene zu kämpfen, die unbewaffnet sind? Unbewaffnet? Erscheint ziemlich feige, aber das ist eben Pech. Die scheinen Waffen zu haben. Was? Los, Wedge. Tja, dann wollen wir wirklich mal entscheiden, wer hier den Sieg davontragen wird. Ich glaube, wir werden es sein. Ich bin degradiert worden, vom Major zum Unteroffizier. Das werdet ihr mir büßen. Ach. Hä? Du, Quist ist gar nicht. Ability ist ausgestattet. Okay, du hast was Neues. Nix, was Neues. Fleck. Okay. Ach, wie bescheuert, ey. Dann kümmert sich die Quist jetzt einfach um. Nahangriff. Oh, könnt ihr das bitte mal ziehen? Ich will's haben. Oh. Sag mal. Ihr so einen beschissenen Wert? Zieh das. Mann! Warum seid ihr heute so impotent? Schrass aus. Seit der Quist ist den wahrscheinlich schon besiegt. Hm. Okay, ich mach schon mal Karbunkel 0. Ach, Karbunkel ist noch tot. Oh, da kriegt das überhaupt. Kriegt dann Karbunkel überhaupt hier Ability Points? Wahrscheinlich nicht. Oh, ey, hier läuft ja alles falsch. So eine Scheiße. So, endlich. Regena, oh. Mann, ich dachte irgendwie, dass das automatisch wiederbelebt hat, so, weil CD-Wechsel und so. Bescheuert. Dann denken, G-Returner. So, Ifrit, komm, mindestens den Wedge? War Wedge der kleine, blaue? Ich glaube schon, ne? Ja. Bin noch lang nicht fertig. Schön für dich. Jetzt erstmal nicht weiter. Ich hab die Schnauze voll. Wedge dreht durch. Was? Wer ist wer? Ich bin durcheinander. So, nochmal. Bin auf jeden Fall bereit. Meine nächste Arbeitswoche konnte das Wochenende, also denklich ausgesprochen, gut nutzen, um alles zu verarbeiten, runterzukommen, zu entspannen. Kann, glaube ich, den vielen Terminen nächste Woche gut standhalten. Ach, sind beide gleich weg. Jetzt bin ich ein Gefreiter, ja. Tut mir leid. Megapille, Elixier. So, jetzt gucken wir gleich mal nach, ob nämlich Karbunkel schon irgendwas bekommen hat, ne? Doch, lernst trotzdem, oder? Egal, ich belebe es jetzt wieder. G-Returner. Wo war? Hier. Zack. So, liebe Quistis, es tut mir unendlich leid, dass ich vergessen habe, dir etwas auszurüsten. Zumal Rauben echt geil gewesen wäre. Was Cooles geklaut. So. Sagen die noch was? Nö. Nö. Okay, raus mit euch. Speichern. Kommt euch wohl stark vor. Glaubt nicht, dass ihr damit davon kommt. Klick. Hat er jetzt Klick gesagt? Hier müsste einer sein, der Squall heißt. Wisst ihr was? Purr, purr. Eher nicht. Wir suchen Squall. Danach nicht sie weg, okay?
Was ist? Alarm! Achtung! Monster werden auf jeder Etage freigelassen. Wenn sich die Flüchtigen nicht ergeben, neutralisieren. Das Anti-Zauberschutzfeld wird außer Kraft gesetzt. Sind wir schon entdeckt worden? Jetzt ist kein Speicherpunkt mehr da. So, müssen wir jetzt nach oben oder nach unten? Das ist die Frage. Können wir jetzt auch... Also sind die Barrieren jetzt... ich kann gerade nicht sprechen, sorry. Die Barrieren vorne jetzt immer noch da? Da können wir die jetzt umgehen. So. Ah, da können wir gleich mal Raupen ausprobieren. Raupen. Laserauge. Ist das nicht das, was die Quiste so als Spezial kann? Und komm, klau mal was. Eisenkugel. Haben wir vor uns aber schon so bekommen. So, versuchen wir es mal mit normalen Angriffen. Vielleicht reicht es ja. Auf einmal kann man nur klauen, ne? Genau. Das ist wirklich die Frage, ne? Lohnt sich das jetzt schon nach unten zu gehen? Ich merke mir das nie. Ob jetzt ein guter Moment ist, aber ich denke mal schon, wenn es die Monster freigelassen werden. So. Wo wir das ja schon kennen. Das ist nicht neu. Na, ich mache dann wieder meine Kontrolle, gehe ein paar Stockwerke runter und wenn ich merke, da ist nichts offen, dann... Ah, jetzt kann man so. Sehr schön. Das ist ja jetzt die Etage, wo wir herkamen. Hier speichern. Mal erstmal brav so. Gut. Zack, das weg. So. Ansonsten haben wir... Ach nee, hier müssen wir uns wirklich rum. Ansonsten haben wir am Wochenende wirklich nicht viel gemacht. Ein bisschen Besuch bekommen. Mehr aber auch nicht. Aber das Witzige ist, sind wir nicht vor uns auf der 6. Etage gestartet, waren jetzt aber unter 7. um den Kampf zu machen? Warum? Ist irgendwie komisch. So, klau mal vom Thrust Avis was. Was könnte der haben? Irgendwas mit Wind. Nö, erstmal nichts. Oh, da habe ich jetzt apropos so hier geflügeltes Wesen. Ich habe jetzt ein übelst witziges Video gesehen. Da spielt eine Klavier bei offener Balkontür und da fliegt ein Falke rein. Die kriegt das anfangs gar nicht mit, doch ihr Hund fängt an zu bellen irgendwie. Die versucht das noch zu unterbinden und irgendwann fliegt der Falke direkt neben sie. Sie erschrickt sich natürlich total, schmeißt erstmal alles um, Laptop geht kaputt und tausend andere Sachen. Dann versucht der Hund noch den Falken irgendwie anzugreifen, die zieht den noch weg und das ist einfach nur super lustig. Das habe ich mir glaube ich 5-6 Mal gleich angeguckt und habe mich echt nicht mehr einbekommen. Ja, immer dieser gefallene Seed-Level, Mann. So, bringt das hier irgendwas? Jetzt geht's auf, sehr schön. Guten Tag. Ein Ausbruch? Aber ihr seid aber munter. Ich will noch nicht sterben, ich bleib lieber hier. Wollt ihr nicht Karten spielen? Mir ist langweilig. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr was. Nur, ich kann euch nichts umsonst schenken. Sagen wir, 500 Gildie-Spiel, einverstanden? Nö. Also, das ist mir ein bisschen zu heiß. Zumal ich dann jedes Mal hier hin und her rennen müsste, um zu spielen. Oh. Nein, da fühlt mich jetzt nicht bereit. Zumal ich glaube auch, das, was man dort bekommt, ist echt nicht so der Knaller. Oder? Ich überlege mir das noch. Ich laufe dann wieder nach oben, da kann ich ja nochmal drüber nachdenken. So. Vielleicht arbeiten wir auch mal mit einem Zauberchen, damit es nicht ganz so visuell langweilig wird. Feuer. Du raubst brav. Du quizst es, zeig, was du kannst. Eine Portion. Nützt mir auch nicht so viel, zumal ich ja im Kampf eher Draw nutze statt Item. So. Wir sind jetzt 5. Etage. Dann haben wir noch ein bisschen vor uns. Quatsch. Gut. Reinspaziert? Nein. Doch. Was gibt's hier? Hallo. Eine Kiste. Ein Zelt. Sehr schön. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Momente, wo man hier was Kistenartiges hat in dem Spiel. Ansonsten gibt es hier ja eher weniger. Hier ist zu.
Ach ja, das ist hier so schön langweilig. Immer nur schön im Kreis und immer wieder hoch, wieder runter, bla bla bla. Dann gucken wir mal, wo uns auf Etage 3 etwas erwarten wird. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ganz, ganz unten am Ende uns was Cooles erwarten wird. Deswegen ist auch in meinem Gedächtnis noch drin, dass sich das lohnt. Und wieder eine Kiste. Kiste. Ein Stall. Okay, ich wollte schon immer mal einen Stall mit mir rumschleppen. Stall ist, glaube ich, Heilung komplett GF, oder? Ja, ich glaube schon. Also dafür, dass es heißt, dass auf allen Etagen Monster freigelassen wurden, ist es jetzt ein bisschen dünner. Es sind jetzt drei Monsterarten haben wir bis jetzt getroffen und die gab es aber vorher auch schon. Komm, mach mal Blitzra. Du rauchst mal wieder brav Eisenkugel. Ich glaube, Eisenkugel kann man auch die Freundschaft zu Diabolus stärken, oder? Doch. Ja, doch. Gut, tschüss. Ich würde auf jeden Fall nach dem Let's Play erstmal was essen. Ich habe so einen Knast, obwohl ich halt den ganzen Tag rumgefressen habe. Hey. Gucken, was ich mir mache. Ah, Stärkekopplung. Sehr gut, Brothers. Brav, brav. So. Wer hat denn Brothers? Die Selfie. Hat aber keinen Sinn, das ihr zu geben. Ah, da ist aber HP weg. HP-Kopplung. Ah, ist auch doof. Ah, na egal. Ist egal, wir lassen das mal so. Ich gebe das jetzt. Wartet mal. Bin ich verwirrt. Mal kurz zurück. Ah, da war HP weg, das war doof. Ja, dann lassen wir es so. Ah. So. Da ist ein Konzept gekommen hier. Ja, also ich finde ja dafür, dass jetzt echt hier Gefangene ausgebrochen sind, sind hier die Sicherheitsmaßnahmen recht dünne. Also entweder kommt noch was total krasses, aber wieder eine Kiste. Und der ID. Da kann man, glaube ich, den Namen von Angel ändern. Ach, siehst du, bei Angel tatsächlich wollte ich mal kurz gucken. Ne, da muss Renoir mitlaufen. Da könnte man jetzt Angel, beziehungsweise Ochel, wenn man ihn so aussprechen möchte, oder sie, könnte man die umbenennen. Stärke Plus. Okay. Stärke Plus. Was? Stärke Plus. Erhöht Stärke eines Charakters. Okay. Brauchen wir erstmal nicht. Hier habe ich bei Final Fantasy 7, glaube ich, die ganzen Werteverbesserer habe ich, glaube ich, alle dem Cloud dann gegeben, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Werde ich bestimmt hier vielleicht ähnlich machen. So, erste Etage, geht's dann noch weiter runter? Nee, ich glaube nicht. Ein Speicherpunkt, schön. Das finde ich gut. Das finde ich für ein Spiel sehr, sehr liebevoll. So, da können wir speichern. Wenn ich überlege, wir haben schon eine CD geschafft und es sind trotzdem gerade erstmal alle so Richtung Level 14, 15. Geht hier, na gut, durch die ganzen Gruppenteilungen zieht sich das ein bisschen, aber das finde ich ja nicht schlimm. So, hatten wir von dem schon was geklaut? Ich glaube Potion, ne? Haben wir mal Feurer oder sowas? Wir machen mal Krabit, das sieht schön aus. Windfeder. Hubsucht, haben wir glaube ich noch gar nicht. Oder doch, hatte das der Dealing, das hier da, der Windsor, der hat das nicht mal gewirkt? Ist schon gut, dass ich mich hier davon verabschiedet habe, Sachen nicht zu zaubern, nur weil sie gekoppelt sind. Ach ja, aber du greifst trotzdem noch nebenbei ordentlich an, oder? Oh, guck mal. Super. Verschwiegen. Ich war heute unterwegs gewesen, kurz mal für mich alleine draußen. Da habe ich einfach schon mal die Stimmen von den Hauptcharakteren von Final Fantasy 9 geübt. Es ist zwar noch eine Weile hin, aber ich habe mir so gedacht, kann ja nicht schaden. Ich freue mich total, wenn ich dann mein Debüt als Quina gebe. Da habe ich mit dem Charakter. Manche sagen ja die Quina, manche mit dem Ab 001. Genau, deswegen wollte ich hier runter. Da lohnt sich das nämlich, glaube ich, auch gar nicht, jetzt hier weiter runter zu gehen. Ich guck mal kurz, ob da noch Ebene 0 oder sowas ist, aber ich glaube, hier ist Schluss. Quina ist ja, glaube ich, He-She im Englischen. Im Deutschen haben sie es, glaube ich, übersetzt mit Er.
finde ich doof. Für mich ist tatsächlich Quina immer irgendwie weiblich. Und ich freue mich total, wenn ich sie vertonen darf. Mampf. Gut, ich würde sagen, wir treffen uns wieder auf Etage 6 bzw. 7. Das ist jetzt nicht so spannend, das alles wieder hochzulaufen. Bis gleich. Hello. Ich dachte mir, wir spielen doch mal eine Runde Karten. Der Speicherpunkt war jetzt nicht besonders weit entfernt. Und wenn ich vergacke, dann lade ich natürlich wieder mal. So. Ja, sieht ja schon ein bisschen besser aus jetzt. Mal gucken. Ich will nicht anfangen. Ach, die sind nach unten alle so gut. Ja, das ist auch... ich meine, die sind nach unten alle so schlecht, die ich habe. Weil die werden definitiv alle übertrumpft werden. Außer das vielleicht. Mach jetzt mal den. Da wird mir zwar jetzt das Secreto abgenommen. Ja, sehr schön. Gib mir das. So, du wolltest uns was Besonderes geben? Her damit. Hier, nimm. Augentropfen. Das war's jetzt? Augentropfen? Wow. Danke für nix. Ich habe eigentlich gedacht, dass man was anderes dort kriegt. Okay, gut. Naja, gut. Wir sehen uns gleich wieder oben am Speicherpunkt. Ich schneide das schnell raus. Hallo, sind wir wieder. Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass es Augentropfen nur gab. Ey, was soll denn das? Peinlich. So, hier kam man her. Und rechts war man ja auch schon drin, oder? Ja. Ich guck nochmal kurz. Okay, gut. Also ab nach oben. In der Hoffnung, dass wir den Squally finden. Der in seinem Kämmerchen bestimmt noch leidet. Weil einfach mal mittlerweile schon gestorben ist. Können wir hier durch? Werden wir gleich erfahren. Bitte mal einen anderen Gegner-Typus. Bitte, 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 bitte. Okay, dich machen wir jetzt fertig. Die Quist ist die Cloud mal brav. Du machst mal Blitzra. Hm, du auch. Und du klaust. Beziehungsweise du raubst. Du fügst dir auch noch Schaden im besten Falle zu. Bam, bam. Rakete. Rakete. Ich glaube, da kann die Quist das was lernen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. So. Dann hauen wir mal alles drauf, was wir haben. Weil du hast ja ein paar HPchen. Was könnte ich mir denn dann zum Abendbrot machen? Ah, ich will nicht was essen, was so super fettig ist. Aber dann wird es schon wieder dünner ein bisschen von der Auswahl. Ich will auf jeden Fall jetzt mal versuchen, ein bisschen mehr Gemüse zu essen. Jetzt nicht gerade abends, weil da esse ich über andere Sachen gerne. Aber ich bin jetzt nicht so der Frühstückesser und esse dort recht wenig. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich esse zu Hause dann meistens nichts. Und habe überlegt, ob ich dann einfach auf Arbeit mir so ein bisschen mehr Gemüse zum Knabbern, so zum Frühstück mitnehme. Aber ich esse tatsächlich gar nicht so viel Gemüse. Ich esse eigentlich nur Möhren, ein bisschen Gurke und... Ja, was esse ich noch? Tomate, aber das ist jetzt nicht so super viel. Und Mittag mache ich mir immer so puren Joghurt mit Obst. Wenn ich mich das nämlich nicht essen würde, mittags rum, würde ich nämlich, glaube ich, den ganzen Tag kein Obst und Gemüse essen. Das ist echt scheiße. Da wollte ich jetzt mal noch ein bisschen dran feilen, weil ich da irgendwie mit meiner Obst- und Gemüsezufuhr nicht so zufrieden bin. Ach, dieses Alter, man wird so scheiße vernünftig, ist eklig. Ich werde mir jetzt auch mal für den Winter ein bisschen Vitamin D besorgen, weil ich so festgestellt habe, dass da glaube ich die, also Vitamin D-Zufuhr ist klar, ist schlechter im Winter und ich glaube, mir würde das echt gut tun, wenn ich da mir noch ein bisschen mehr zuführen würde. Ich habe so viel von dir gehört. Woher kenne ich dich? Tja, ich bin nämlich auch Schüler aus am Ball am Garten. Aber ich kann dir keine Infos geben, weil ich gerade für Gabadia arbeite. Ich darf dich normal auch nicht ansprechen, aber ich wollte dich mal kennenlernen. Übrigens, brauchst du irgendwelche Items? Natürlich gegen Bezahlung. Nö, weil ich Items eigentlich so gut wie gar nicht benutze. Nö. Tschö.
gehen jetzt aber rechts nochmal reingucken, ob da was ist. Nee, das ist wirklich so, wenn ich überlege, ne, da komme ich mir manchmal echt ein bisschen affig vor, wie so ein Opa, so Schlafmaske gekauft, um besser zu schlafen, jetzt nehme ich immer noch Melatonin, um ein bisschen besser einschlafen zu können. Dann jetzt hier da Gemüse und da Obst und dann habe ich noch extra bei mir auf Arbeit meinen Laptop so ordentlich hingestellt mit Tastatur, dass mein Nacken dort schön geschont ist und sowas. Aber ich glaube, so ist das, wenn man in seinen 30ern ist. Da sind sie! Ja, wir machen euch mega fertig. Bäm! Bäm! Ich glaube, was Schönes. Potion, naja. Naja. Ja, wenn man so in den 20ern so richtig schön auf den Putz gehauen hat und sich um nichts geschert hat, das badest du dann in den 30ern aus. Vor kurzem beim Fitnessstudio war, sagte auch die, oh, sehr schön, Stärke plus 40. Fritt. Sagte auch die Fitnesstrainerin, ab 30 tun die Muskeln sich auch zurückbilden, da müssen sie was machen. Ich weiß, ich wollte auch diese Woche zum Sport gehen, aber für mich war so nach der Arbeit, wollte ich einfach nur nach Hause. Da fühle ich mich manchmal meine Schulzeit zurückversetzt, so einfach direkt nach Hause. Brauche mein Zuhause, um wieder zu regenerieren. Tobsucht, okay. Bitte raus. Es sind doch relativ viele Türen offen und das mit dem roten Licht hat echt nichts zu bedeuten gehabt. So, 10. Etage. Vorne ist es eigentlich abhängig, dass hier so eine unsichtbare Barriere ist und dann wieder mal keine. Gibt es da einen Grund? Wie können Sie mir das bitte erklären? Ich dachte, hier hätte es noch einen anderen Gegnertypus gegeben. Aber nicht. Chance auf Erstschlag, sehr schön. Kloppt mal richtig rein. Ach, ich wollte mal wegen der Rakete gucken, ob das die Quistis lernen kann. Ja, super. Was ist das für eine Scheiße hier? Xell dürfte jetzt echt gut austeilen. Komm, Xelli. Mann. Aber 254 ist gut. Wenn die anderen schon nicht treffen. Los, helfe jetzt, komm. Komm, put. Brav. Xell auch, super. Die Firma dankt. So, ich habe mir auch mal vorgenommen, für kommendes Wochenende mal weiter meine... was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas einstellen. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Items gucken. Aber ich dem ab, müssen wir noch angucken. Wisst ihr eigentlich, was Delfine sind? Es sind Säugetiere, die im Meer leben. Beim Delfinschlag wurde das Geheimnis Delfine gelüftet und in Schlagkraft umgesetzt. Er erfordert höchste Konzentration. Die Kombination verläuft etwas anders als sonst, passt also gut auf und bloß nicht bei Menschen anwenden. Das kennt man doch schon von Tifa. Rakete. Mikrorakete, sehr schön. Wollte ich sagen? Ich hab vergessen. Du hast einen Kampfzähler, das bedeutet, ihr seid Söldner oder sowas. Na, das ist wohl egal, wenn ihr gewinnt, baue ich euch eine Zusatzfunktion. Ein Endspiel kostet 300 Gil. Wenn ich das verliere, nur eine Karte weg. Nee, das ist mir zu heiß. Nee, und zu toll finde ich die Zähler jetzt nur auch nicht. Vielleicht kommt ja nochmal ein Speicherpunkt, dann könnte ich ja nochmal schnell irgendwie speichern. Zum Beispiel hier. Gut, dann machen wir das. Das war doch jetzt praktisch, wenn das immer so wäre mit den Wünschen. Da würde ich mir viele andere Sachen wünschen. Natürlich erstmal, dass die Menschen alle etwas entspannter und friedlicher werden. Damit wäre schon vielen auf der Welt geholfen. So. Warum wollen die alle Geld fürs Spielen? Hallo? Voll frech. So, hier, zack, Ifrit. Ja, nehmen wir den mit. Ich will nicht schon wieder anfangen. So. Wir machen jetzt mal das hier, damit die weg ist, die Karte. Ah, dann können wir die machen. Da ist nämlich links dann, also nach links gesichert. Ah, das ist nicht schlecht.
Ha! Bam. Gib mir den Zähler, du Ding. Nimm mal das hier. Danke. Okay, okay, ich hab's versprochen. Gib mir mal den Kampfzähler. Mal sehen. Okay, fertig. Jetzt bekommt ihr genauere Kampfstatistiken angezeigt. Danke. Sehr lieb von dir. Ob die 300 Gil jetzt gut investiert waren, würde ich jetzt mal dahinstellen. Och Gott. Och, das ist so langweilig. Also, wenn sich wenigstens im Hintergrund hier ein bisschen was ändern würde, aber ich glaube, die haben beim Bau des Gefängnisses nicht darauf geachtet, dass hier die Etagen visuell ansprechend und differenziert sind. Aber gut, da müssen wir durch. Ich überlege gerade, ob es noch ein anderes Spiel gab, wo es auch so eine Art Turm gab, wo es alles gleich aussah. Oh, Wendigo. Kennen wir zwar schon, aber immerhin mal was Neues. Das ist raubmarisch. Eisenrohr, das braucht man ja für die eine Waffe. Machen wir Gravit. Und du machst mal Brothers. Haben wir schon eine Weile nicht mehr gesehen. Sehr schön. Ich muss sagen, ich war nach der letzten Aufnahme so selig gewesen, dass das mit der Aufnahmequalität wieder geklappt hat und ich wieder bei meiner ursprünglichen Qualität war. Das hat mich echt doch ganz schön geärgert und beim Aufnehmen so ein bisschen gestört, weil ich immer einfach so ein komisches Gefühl hatte. Das ist, Mann, man einfach irgendwie schon ein gewisses Level irgendwo erreicht hat und dann verändert sich das und man weiß auch nicht so richtig warum. Das hat sich immer so angefühlt, das wird so ein Stück fehlen. Und deswegen, da habe ich auch richtig gemerkt, da hatte ich auch ein bisschen weniger Bock aufs Aufnehmen, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf mir die Frage gestellt habe, warum ist das so? Trotzdem finde ich das komisch, warum das mit dem einen Bildschirm passiert und mit dem anderen nicht. Bio sehen wir auch zum ersten Mal, oder? Boah, sehr schön. Na, wie war das Bio? Wenn die sich bewegen, zieht sich's ab, ne? Oder? So, was haben wir denn hier Feines? Blitzgar! Okay. Sehr schön. 7 ist okay. Zugwert. Haben wir es denn jetzt langsam mal geschafft? Was machst du? Hä? Was wollt ihr was? Na egal, ist langweilig. Wie wär's mit einer Runde Karten? Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr auch was dafür. Aber als Gegenleistung muss ich etwas verlangen. Ein Spiel für 200 Geld, okay. Nö. Nur, wenn ein Speicherpunkt in der Nähe ist. Ohne mache ich hier gar nichts. Und wieder einmal rum. Das ist ein sehr, sehr großes Gefängnis. Und dafür, dass das so groß ist, finde ich, waren jetzt gar nicht so viele Gefangene da. War es eher übersichtlich. So. Ach, ich renne jetzt mal weg. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf das Vieh. So. Danke. Tschüss. Müssen die auch nicht alles mitnehmen. Dadurch, dass die Gegner hier mitleveln, den juckt's. Ändert sich auch nichts, wenn ich jetzt nicht trainiere. Aber ich sag mal so, es ist gut, um ein bisschen Gil zusammenzukriegen. Ach, was ich noch hinzufügen wollte zu Final Fantasy 16. Ich mache es mir jetzt im zweiten Playthrough echt ein bisschen einfacher, indem ich die ganzen Ringe ausgerüstet habe. Das noch kurz so als Nachtrag. Verstehe, die können die Sicherung alle deaktivieren. Schön. Freue mich. Roxel, Quistis, Elfie. Hey, Squall! Aufstehen! Wach auf, Squall! Ich bin wach. Gott, der Arme. Toll am Ende mit seinen Kräften. Oh, das Lied. Was ist? Du okay? Es war die Hölle. Oh, Squall, danke, dass du so ehrlich bist. Er hätte jetzt auch so tun können, als ob. Wir sollten erstmal raus hier. Nimm. Erstmal die Waffeln geworfen. Übelst schwach, aber das fängt er. Laguna! Laguna! Nee.
oder? Okay. Kann das sein? Abkürzung bauen. Welche Etage? Welche? Nee, keine. Abkürzung. Ach, da kann man bestimmt hier die, diese Barrieren, wegmachen. Kann ich noch mehr? Nee, nur eine. Gut, dass du lebst. Gehen wir. Squall, bist du okay? Wir sollten erstmal raus hier. Ist das Squall wieder Anführer? Okay, ich switch das um, wenn hier klar ist, wer mit wem kommt. Ich finde das Lied so toll. Das hat was... Das erinnert mich irgendwie... Das erinnert mich an die Musik von Prinzessin Fanta Giro oder Fanta Giro. So eine Serie, die es früher gab. So eine deutsch-italienische Produktion. Das klingt ein bisschen so. Bist du nicht als Laguna schon mal hier gewesen? War ich nicht. Dann weißt du auch nicht, wie man hier herauskommt, Squall. Hm. Jedenfalls sind wir bisher immer nach oben gelaufen. Vielleicht müssen wir doch nach unten. Hm, ich hab's befürchtet. Es wird schwer sein, zurückzugehen. Denn durch den Alarm sind nicht nur die Wächter, sondern auch Monster überall unterwegs. Also, falls ihr mal was knacken hört, das sind meine Füße. Es tut mir leid, die sind irgendwie im Knackmodus. Sag mal, Squall, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Wow! Was zum Henker ist das? Ein Kran, der die Einzelzellen von unten hinauf transportiert. Aha, das heißt, dieser Schacht geht direkt nach unten durch? Wenn wir hier einfach runterspringen, kommen wir irgendwann unten an, oder? Wir können es ja versuchen, aber diesmal ohne dein Wow, ich kann mich erinnern. Dieser Kran müsste sich von... Was? Nochmal. Dieser Kran müsste sich von oben und von innen bedienen lassen. Ich erinnere mich, wie Ward das gemacht hat. Aber das Ding muss gleichzeitig an zwei Stellen bedient werden. Jemand muss bleiben und es von oben bedienen. Ja, Xell, würde ich sagen. Genau, danke, Girls. Nee, Ladies. Ich? Ja? Okay, schon kapiert. Ich werde von oben die Anweisung geben, also hinein mit euch. Xell, du hast mal ein bisschen Pause, du hast es schon genug geleistet. Du kannst mal ein bisschen chillen. Wie wird also der Kran gesteuert? Hey, hört ihr mich? Laut und deutlich. Und was muss ich machen? Drück auf den roten Knopf auf der Bedienungstafel direkt vor dir. Machen wir. Drück. Drück. Du erst mal hier kurz umswitchen. Truppe, der Squall kriegt... Zell, was Quatsch ist, weil der Squall eigentlich Shiva und so hat, ne? Er hat einen Shiva. Effi? Ja. Naja, ich tue das sowieso nochmal umswitchen. Da ist er doch. Das ist doch roter. Den Rest können wir hier. Okay. Danke, dass ich nicht alles runterlaufen muss. Oh, guck mal auf die Zeit, ey. Ist schon über eine Dreiviertelstunde. Also zumindest auf meiner Uhr. Ein bisschen was rausgeschnitten. Oh, mal gucken, ob ich hier noch rauskomme in meiner Zeit. Hey, was machen wir nun? Ich sehe da drüben eine Tür. Und? Wir gehen mal dorthin. Okay, du sagst. Ah ja. Wäre gut, wenn wir hier rauskämen. Sind wir hier richtig? Oh, wow. Sand. Geschüttet. Der Keller? Wie auch immer, wir können hier nicht raus. Was? Schüsse? Da scheint es ziemlich bunt zuzugehen. Alle? Sir! Wir müssen schnell zurück. Na dann, wieder nach oben. Yay. Da sind sie, da drüben. Fast die Flüchtigen, lebendig oder tot. Mist, es sind zu viele, wir müssen weg hier. Was? Ich hab doch gar nichts ausgerüstet. Oh, kann ich fliehen? Kann ich fliehen? Natürlich nicht. Ja, das ist ja schöner Scheiß. Da war ich so vorbildlich und hab...
Hab hier nichts hab umgerüstet und. Naja, egal. Mach ich die mal fertig. Welche Etage ist man jetzt? Immer noch 12 mit Cell. Oh, ist schon nach dem 9. Nur später. Dann würde ich nochmal schnell den Xell austauschen mit Squall. Ich hoffe ja, dass die Szene mit ihm jetzt nicht ganz so lang geht. Ich habe mich letztes Mal schon beschwert, dass ich das nicht mag, wenn ich nur mit einem unterwegs bin. Kommt das gleich wieder. So, Truppe. Und Squall, gut. Dann kommen jetzt auch Zufallskämpfe. Also trotzdem. Das kommt davon. Ey, du Arsch. Stirb. Okay. Das war jetzt gar nicht so lang. Ich hab nur kurz hingelangt. Squall. Danke. Übertreib nicht. Was zum? Muss lassen. Lass endlich los. Oh, boing. Mit dem Schwert im Kopf. Squall. Xell. Warum kam er ab? Wir sind wieder hochgefahren, um runterzukommen. Okay. Scheint ja okay zu sein. Squall, lauf nicht alleine davon. Ist dir Xell so wichtig? Ja, ist mein Best Bro. Xell total verlegen. Wow, wow. Alter. Was geht hier ab? Hunde Kacke. Wir können uns kaum rühren. Irvine. Schön, dich zu sehen. Haben uns schon gewundert, wo du bist. Wurde der überhaupt gefasst? Warum wurde er ignoriert? Zieh keine Show ab. Genau, schmeiß es mal runter. Wenn Irvine nicht so herumgetrödelt hätte, wäre alles nicht so schlimm geworden. Squall. Squall lebt. Ich wusste doch, dass Squall okay ist. Ach, schön, dass er sich freut. Ja. Fenua, du bist okay? Klare Sache, schließlich habe ich sie in Sicherheit gebracht. Was soll das heißen? Ich meine, mein Vater hat der Galbadia-Armee Befehle gegeben, mich hier herauszubringen. Und dann hat dieser Typ mich alleine herausgezerrt, obwohl er wusste, dass Squall und die anderen noch hier sind. Nein, das ist nicht zu glauben, oder? Wow, sorry. Ich gebe es ja zu. Deswegen sind wir zurückgekommen, um zu helfen. Nachdem ich gebettelt und getobt habe. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Keine Chance, der Keller ist zugeschüttet. Natürlich. Dieses Gefängnis ist gerade abgetaucht. Getaucht? Genau, dieses Gefängnis. Da sind sie. Die Flüchtigen. Squall, nimm dir 2 Leute und geh nach oben. Wir kommen hier schon alleine klar. Nach oben? Keine Zeit für Erklärungen. Der Ausgang ist oben, glaub mir. Verstanden. Ich kann euch führen. Also kommt Renoir auf jeden Fall mit. Du hast 12, 16, 15. Dann die Selfie, weil die hat 15. Austausch. Hatte ich jetzt... Okay, Selfie hat schon. Du tauschst mit. Mal kurz gucken. Ich werde das Pferd schon schaukeln. Du bist echt super cool, Irvine. Super cool. Nach oben jetzt. Wir gucken nochmal kurz, ob alles gekoppelt ist. Sieht gut aus. Wir heilen nochmal eine Runde und dann hoffe ich mal, dass wir hier jetzt nochmal in einem Speicherpunkt vorbeikommen. Aber ich bin mir relativ sicher. Das auf Ebene 10? Oh, da nochmal einer links. Na, auf jeden Fall links in so einem Kämmerchen. Das passt nämlich perfekt. Da machen wir noch einen Seed-Test, dann ist der Part nämlich schon zu Ende. Oh! Das sind viele. So. Dann hauen wir mal alles drauf, was wir haben. Die F, Ifrit, Viva, Quetzalcoatl. Das dürfte reichen. Ich denke, dass 2 reichen werden. Okay, treffen nicht so viel. Schlafen. Nein, nicht schlafen. Schlafen doof. Schlafen später. Schlafen, wenn Mission vorbei.
Nacht, Genoa. Aber du bist schon wieder wach. Auf. Sag mal, wie oft dürfen die denn angreifen? Hallo? So, Shiva, gib dein Bestes. Komm, 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 komm. 120 mindestens. Komm, komm, komm. Ja, sehr schön. Shiva, auch Elsa von Final Fantasy genannt. Oh, sehr gut. Perfekt. Eine GF hat sogar gereicht. Oh, meine Kopfhörer, die liegen heute irgendwie so blöd auf meinen Ohren. Die tun mir irgendwie total weh. Ach, ich bin jetzt nur am Meckern, sorry. Okay, dann können wir mal kurz bei den GF gucken. Wer hat jetzt was gelernt? Ich habe gar nicht richtig drauf geachtet. Kann so bleiben. Das kann bleiben. Das ist auch okay. Das brauchen wir nicht. Ganz ist mal ein Wandler. Schatten. Schatten, cool. Nee, du lernst erstmal HP plus 20% und das dann. Hast du schon was gelernt? Magiekopplung. Gut. Kontern, das ist auch nicht schlecht. So, hier brauchen wir nicht rein. Aber schön, dass sich wenigstens jetzt hier die Gegnerzusammensetzung geändert hat. Oder auch nicht. Gut, dann machen wir das mal vielleicht so fertig. Vielleicht reicht's. Irgendeiner dürfte jetzt sehr viel angreifen. Ich glaube, das Core dürfte jetzt Stärke plus 20, plus 40% haben. Komm mal rein. B313 ist gut. Ich würde gerne noch einen Crit mit Squall machen. Das fände ich schön. Da trifft er bestimmt über 400. Ja, 484. Geilon. Sehr schön. Das freut mir. So, jetzt hat wieder jemand was gelernt. Und ich habe wieder mal das zu schnell weggedrückt. Das brauchen wir jetzt nicht. Ach, Quatsch. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte... Nee. Element angucken. Geist plus 40. Vielleicht mache ich doch erstmal das, weil das die wenigsten HP hat. AP hat. Lass mir den Speicherpunkt bitte hier sein. Bitte, 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 bitte. Bitte. Nein. Er ist weiter oben. Auf jeden Fall kommt hier später eine übelst fiese Stelle, wo man echt ganz schnell ein Game Over bekommen kann, wenn man sich zu doof anstellt. Und zu doof anstellen heißt ja oft ich. Also wenn ich da an die Minispiele von Final Fantasy 7 denke, alter Falter, da habe ich teilweise so abgelost. Das war echt nur traurig. Traurig und lustig. Ja, sehr schön. Ein Seed-Test bitte zum Abschluss. Test. Level 5. Truppen-Ability. Truppen-Ability, nein. Man kann durch Draw Zauber von einem anderen Charakter ziehen, nein. Der Spielstand kann immer und überall gespeichert werden, nein. Wenn die GF eine bestimmte Ability hinzulernt, kann eine neue Ability in der Auswahl erscheinen, die anschließend... Ja. Charakter-Abilities werden erst dann wirksam, wenn sie mit einem Charakter gekoppelt werden. Naja, ausgerüstet, ne? Je höher der Geschickwert, desto öfter wird die Spezialtechnik verfügbar. Nee. Abilities werden erst durch das Sammeln von Erfahrungspunkten erlernt. Nee. Im Zombie-Zustand ist man schwach gegen Holy. Ja. Bei konventionellen Angriffen wird der Gegner durch Waffen wie Schwertern und Chakos direkt angegriffen. Ja. Eisenrohr kann man von Wendigo klauen. Ja. Ey, Geilon! Ich raste aus. Das ist doch ein tolles Ende für den Part. Wenn unser Seed-Level schon permanent sinkt, haben wir ihn jetzt wenigstens nochmal erhöht. Ja, ihr Lieben, vielleicht schaffen wir es ja im nächsten Part, aus diesem wunderbaren, langweiligen Gefängnis auszubrechen. Wir sind trotzdem ein gutes Stück vorangekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part, weil dann dürfen wir das definitiv geschafft haben und dann geht es mit einem anderen Setting weiter. Yay. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis bald, euer Otherside. Tschüss.